Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventstürchen. In diesem Video werde ich euch meine Top-Neuerscheinungen für das Jahr 2021 zeigen. Und der derzeitige Stand der Neuerscheinungen ist der 10. November. Das heißt, alles, was nach dem 10. November verkündigt wird, ist jetzt nicht in diesem Video, weil ich das halt vorgedreht habe. Aber es sind jetzt schon 45 Bücher. Aber das liegt daran, dass 2020 irgendwie das Jahr ist, wo die Verlage und Autoren gedacht haben, wisst ihr was? So einzelne Bücher veröffentlichen, das ist doch langweilig. Wir veröffentlichen gleich eine ganze Reihe in einem Jahr. Ja, deshalb sind 45 Bücher. Das sind meine Top-Neuerscheinungen für das Jahr 2021 bisher. Weil so Ende Jahr habe ich fast keine Neuerscheinungen, weil halt die Programme meistens noch gar nicht draußen sind für Ende Jahr. Deshalb ja, ich stelle mich mal auf, keine Ahnung, 60 Neuerscheinungen ein nächstes Jahr, die ich kaufen möchte. Ich bin dezent überfordert mit so vielen Neuerscheinungen, aber ist okay. Und ich werde euch die Neuerscheinungen jetzt auch nicht chronologisch zeigen, sondern ich habe gedacht, es ist irgendwie schlauer, wenn ich euch die Reihen gleich komplett zeige, also wann Band 1, 2 und 3 erscheint, alles gleichzeitig. Deshalb ist dieses Video jetzt so aufgebaut, dass ich zuerst alle kompletten Reihen zeige, also alle Reihen, die nächstes Jahr komplett erscheinen. Dann kommen Autoren, die verschiedene Bücher aus verschiedenen Reihen rausbringen. Und dann kommen so allgemeine Bücher, also so Folgebände oder Einzelbände sind, glaube ich, gar nicht dabei. Jedenfalls einfach so Folgebände oder erste Teile von einer Reihe oder so. Also ja. Besprechen wir 45 Bücher. Da sind die Bücher drauf. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt alle drauf habe. Ich bin einfach beim Büchertreff alle Monate durchgegangen und dann, ja. Wir werden sehen, ob ich irgendwas vergessen habe. Also. Die erste Reihe, die ich mir notiert habe, ist die Night Rebel Trilogie. Und der erste Teil erscheint am 18. Januar, der zweite am 15. Februar und der vierte... Der vierte, genau. Eine Trilogie hat vier Teile. Und der dritte am 14. Juni. Und in dieser Reihe geht es um den Meistervampir Ian und er ist blutrünstig und brutal und böse. Und er ist auf der Jagd nach Dagon, weil Dagon will seine Seele klauen. Und dann gibt es noch Veritas. Und Veritas ist eine Gesetzeshüterin. Und sie hat auch noch eine Rechnung offen mit Dagon. Und deshalb verbünden sich Ian und Veritas. Aber mit was sie nicht gerechnet haben, ist diese Anziehungskraft zwischen den beiden. Und ich finde, das klingt irgendwie mega cool. Und die Covers sind wunderschön und ich bin einfach ein Neuerscheinungsopfer, weil das klingt gut. Und es ist ein schönes Cover und deshalb freue ich mich drauf. Ganz einfach. Ich kann euch jetzt zu den einzelnen Büchern nicht wirklich viel sagen, also das, was im Klappentext steht, weil ich habe sie noch nicht gelesen. Überraschung, Überraschung. Dann die nächste Trilogie ist die Golden Campus Trilogie und dort kommen nächstes Jahr die ersten zwei Teile raus. Und zwar Trust My Heart am 26. Februar, Trust My Lips am 30. Juni und Trust My Soul kommt am 3. Februar 2022 raus. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige dieses Cover jetzt trotzdem mal so der Vollständigkeit halber. Und ich habe keine Ahnung, ob das eine zusammenhängende Reihe ist. Also ob es in jedem Teil um die gleichen zwei Personen geht, weil nur beim ersten Teil gibt es einen Klappentext. Und bei Band 2 und 3 heißt es einfach Band 2 der Reihe, Band 3 der Reihe. Deshalb, ich nehme mal an, es geht in jedem Teil um die gleichen zwei Personen, aber ich habe keine Ahnung. Jedenfalls geht es um die Zwillinge Felix und Noah und seitdem ihre Eltern gestorben sind, sind sie noch unnahbarer als vorher. Und ich glaube, sie sind auch recht reich. Und wie es aussieht, ist May die Einzige, die keinerlei Interesse an den Zwillingen hat. Doch dann fragt Felix May, ob sie die Nanny für ihre kleine Schwester sein möchte. Und dann nimmt May das Angebot an und als sie dann die Nanny von der kleinen Schwester ist, sieht sie eine komplett andere Seite von Felix und zwar den fürsorglichen und liebevollen Typen. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch ein dunkles Geheimnis und so. Und ja, toller Klappentext, schöne Cover. Klingt nach Herzschmerz. Und es gab auch so einen ganz kurzen Textausschnitt. Der war so gut und ich freue mich. Dann die nächste Reihe ist die Feels Like Trilogie. Keine Ahnung, wie die offiziell heißt. Feels Like Love am 23. März, Feels Like Loss am 20. Juli und Feels Like Forever am 21. September. Und da weiß ich, dass die Trilogie zusammenhängt ist, weil ich habe mich für Band 2 gespoilert. Ich habe den Klappentext von Band 2 gelesen, weil ich halt wissen wollte, ob es zusammenhängt ist. Und dann wurde mir, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal einen Plot-Twist von Band 1 gespoilert, also tut's nicht. Jedenfalls geht es um Mila und sie ist Medizinstudentin und sie zieht nach Berlin und ist recht überfordert mit der ganzen Großstadt. Und dann trifft sie auf den charismatischen Modedesigner Leo und er zeigt ihr Berlin und was Liebe und Leidenschaft ist und so. Aber Mila merkt auch sehr schnell, dass über Leos Leben ein Schatten hängt und dieser Schatten könnte alles zerstören. Und ja, ich habe das Gefühl, das wird sehr emotional und ich freue mich. Ich habe gerade gemerkt, dass ich nie die Autorin dazu gesagt habe, weil ich die Autorin nie aufgeschrieben habe. Ihr seht ja in den Covern, ne? Die nächste Trilogie ist die Keeping-Trilogie.
Keeping Secrets am 30. April, Keeping Dreams am 27. August und Keeping Hope am 23.12. Und das sind alles in sich abgeschlossene Geschichten. In Keeping Secrets geht es um die Schauspielerin Tessa und als sie erfährt, dass ihr neuer Film in ihrem Heimatdorf gedreht wird, ist es schon zu spät und dann geht sie eben zurück, aber sie muss gucken, dass niemand erfährt, was vor 8 Jahren passiert ist. Und dann gibt's da noch den Journalist Cole. Was habe ich da geschrieben? Ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Genau, es gibt den Journalist Cole und er möchte einen Artikel über Tessa schreiben, weil sein Job hängt von diesem Artikel ab und dann kommen sich die beiden aber immer wie näher. Aber wie gesagt, sie haben beide große dunkle Geheimnisse und ich freue mich so dermaßen auf diese Reihe, weil auf Instagram postet die Autorin auch immer so Dinge. Sie schreibt eigentlich in ihre Story nur, dass sie gerade Herzen bricht und ich will, dass mein Herz gebrochen wird. Und ich freue mich so auf diese Reihe. Weil im zweiten Teil geht es um Lilly und sie möchte eigentlich professionelle Balletttänzerin werden, aber sie hat dann einen Unfall und muss ihren Traum an den Nagel hängen. Und dann geht sie, glaube ich, ans College. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ich glaube, sie geht ans College. Und dann trifft sie auf ihren neuen Mitbewohner und zwar Julian und beide sind nicht wirklich begeistert, weil ich glaube, Julian ist so der Frauenheld vom College. Doch dann müssen sie ein Projekt zusammen machen und sie merken, dass der andere gar nicht so blöd ist. Und ich freue mich. Und im dritten Teil geht es dann um Ella und sie hat den Glauben an die Liebe verloren, was recht unvorteilhaft ist, weil sie verdient ihr Geld, indem sie Liebesromane schreibt. Und deshalb geht sie von Date zu Date und eines Tages platzt ihrem besten Freund Jamie der Kragen. Und nach einem Streit und einer Nacht, in der etwas passiert ist, das alles verändert, ist zwischen den beiden alles anders, doch kann es funktionieren? Irgendwie so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich freue mich auf den dritten Teil am meisten. Ich weiß nicht warum, ich freue mich auf alle mega. Ich glaube, auf den dritten freue ich mich am meisten, weil die Autorin hat erst gerade letztens von Jamie geschwärmt. Ich freue mich einfach mega auf diese Reihe und ja, das ist die Keeping-Reihe. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Dann die nächste Reihe ist die Endreihe. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, weil es gibt Fly and Forget am 22. März, Try and Trust am 10. Mai und Play and Pretend am 12. Juli. Und das ist eine Reihe. Ich glaube, alle Bücher sind in sich abgeschlossen, aber man sollte sie in der richtigen Reihenfolge lesen. Werdet ihr gleich erfahren, wenn ich euch sage, um was es geht. Und zwar geht es in Fly and Forget um die Journalismusstudentin Liv. Und sie steht gerade vor den Scherben ihrer kaputten Beziehung. Und deshalb sucht sie, glaube ich, eine neue Wohnung. Und dann trifft sie auf ihren neuen Mitbewohner, der gar nicht so fremd für sie ist, weil es ist ihr ehemals bester Freund Noah, der sie vor 3 Jahren im Stich gelassen hat, als sie ihn gebraucht hätte. Und sie merkt auch, dass aus ihrem ehemaligen Seelenverwandten ein Aufreißer geworden ist. Und dann möchte sich Liv rächen und zwar möchte sie einen Artikel schreiben, wie man einen Herzensbrecher bekehren kann und Noah soll ihr Testobjekt sein. Mit was sie aber nicht gerechnet hat, ist mit ihren Gefühlen, die doch noch nicht ganz weg sind. Und ich finde, das klingt einfach mega genial. Und einen zweiten Teil Try and Trust geht es um Mathilda und sie glaubt nicht mehr an die Liebe, sie hat die Schnauze voll von Liebesdrama und deshalb möchte sie ihre Mitbewohnerin Briori auch vor dem Künstler Anthony beschützen, weil Briori schwärmt für Anthony und dann macht Mathilda mit Anthony einen Deal und zwar, wenn er sich von Briori fernhält, darf er sie malen und zwar nackt. Und dann gehen sie diesen Deal ein und Anthony sieht immer wie mehr hinter die Fassade von Mathilda und sieht, was sie verbergen möchte und ich finde einfach, alle drei Teile klingen so dermaßen genial. Und hier kommt jetzt auch der Grund, warum ich denke, dass man die in der richtigen Reihenfolge lesen sollte. Weil in Band 2 möchte Mathilda ja Briori vor Liebesschmerz beschützen und im dritten Teil geht es dann um Briori. Und sie fühlt sich auf der Bühne zu Hause und sie möchte auch auf der Bühne etwas vergessen, das in ihrer Vergangenheit passiert ist, glaube ich. Und dann gibt es noch ihren Schauspielpartner Sebastian. Und dann müssen sie zusammen ein Liebespaar spielen. Und je näher das sie kommen, desto mehr merken sie, dass beide ihre dunklen Geheimnisse haben. Und ich freue mich mega auf diese Reihe, weil sie soll emotional dramatisch und herzzerreißend sein und ich bin immer zu haben für emotional dramatische, herzzerreißende Liebesgeschichten. Bisher sind alle herzzerreißend und dramatisch und emotional. So, zweite Seite. Dann die nächste Reihe ist die Whisper of Stars Dilogie von Tammy Fischer. Der erste Teil erscheint am 1. März, der zweite am 6. September und in dieser Reihe geht es um Liv und alles, was sie möchte, ist weg von Hawaiki. Spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. Und sie und ihre Freunde glauben auch nicht an die ganzen Legenden, die diese Insel hat. Und eines Nachts beim Sternenfest taucht nicht nur ein Fremder auf, sondern es erwachen auch uralte Kräfte und dann beginnt ein Kampf gegen die Zeit. Und ich bin schon mega gespannt, wie Tammy Fischer Fantasy schreibt, weil ich liebe die Fletcherei. Da weiß ich auch nicht, wann der vierte kommt. Also es wird ja einen vierten Teil geben mit Savannah. Aber ich weiß gar nicht, wann der erscheint. Kommt der schon nächstes Jahr? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es wird noch einen vierten Fletcher-Teil geben.
Und ich liebe die Fletcher-Reihen. Ich bin sehr gespannt, wie sie Fantasy schreibt. Und dann, glaube ich, die letzte Reihe, die ich mir hier notiert habe, ist die Boston Bells Dilogie. Also sind bisher zwei Teile angekündigt von L.J. Sheen. Und ich habe ja von L.J. Sheen Midnight Blue gelesen. Es hat mich zu Tode genervt, aber ich liebe dieses Buch. Und irgendwie Boston Bells hat so ein ähnliches Fundament wie Midnight Blue. Und ich freue mich so auf diese Geschichte, weil es geht um Sailor. Und Sailor möchte unbedingt bei den Olympischen Spielen als Bogenschützin antreten. Doch ihr fehlt noch ein Sponsor. Und dann kommt Hunter Fitzpatrick, heißt er glaube ich zum Nachnamen. Er gehört zu einer der reichsten Familien von Boston. Und er wird ihr Sponsor sein, wenn Sailor glaube ich für ein halbes Jahr zu ihm zieht und dafür sorgt, dass er in keine Skandale reingezogen wird. Doch Hunter hat nicht vor, einfach nur so ruhig da zu sitzen, denn er hat sich in den Kopf gesetzt, seine Nanny ins Bett zu kriegen und er macht seinem Namen alle Ehre und das ist so ein ähnliches Fundament wie bei Midnight Blue, weil bei Midnight Blue musste Inigo ja auch auf Alex aufpassen und gucken, dass er in keine Skandale reingezogen wird und ich liebe Midnight Blue. Ich bin so gespannt auf Boston Bells und ich glaube, das ist eine zusammenhängende Reihe, weil bei Band 2 steht auch einfach Band 2 der Reihe. Und jetzt kommen die Bücher von Autorinnen, die halt ein paar Bücher nächstes Jahr rausbringen, die aber nicht alle in eine Reihe gehören. Und ja, die erste Autorin ist Emma Scott und da kann ich euch wirklich nicht sagen, was es geht, weil bei Emma Scott lese ich die Klappentexte nicht, weil bei ihr will ich einfach unwissend zerstört werden, okay? Deshalb, ich habe die Klappentexte nicht gelesen, aber es kommen 3 Bücher nächstes Jahr von Emma Scott, so viel ich gesehen habe. Und zwar zum einen Between Your Words am 29. Januar und dann der erste Teil einer neuen Trilogie und zwar Be My Tomorrow am 28. Mai, dann Forever Right Now am 30. September und der dritte Teil erscheint am 28. Januar 2022 und zwar Someday Someday. Und eben, ich habe keine Ahnung, um was es geht, ich weiß einfach, dass es mich wieder zerstören wird und ich bin bereit. Irgendwie nicht, weil es ist Emma Scott, aber ich rede mir ein, dass ich bereit bin, um von Emma Scott zerstört zu werden. Und ja, das sind die Emma Scott Bücher, die nächstes Jahr erscheinen. Und dann meine New Adult Queen. Kristen Kallion bringt nächstes Jahr gleich 5 Bücher raus, okay? Und zwar eine Dilogie. Ich glaube, es ist eine Dilogie, weil es sind bisher 2 Bücher angesagt. Es war Dear Enemy und Sweet Enemy. Und zwar am 28. Mai und 30. September. Und ich habe auch hier keine Ahnung, was es geht. Ich werde den Klappentext auch nicht lesen, weil Kristen Kallion, ne? Da will ich einfach reingehen, ohne zu wissen, was mich erwartet, weil ich weiß, dass es genial wird. Und dann erscheint noch am 25. Mai Forever and Ever und das hat sie mit Samantha Young zusammengeschrieben. Und Samantha Young und Kristen Kallion zusammen. Ich habe noch nichts von Samantha Young gelesen, aber sie soll auch genial schreiben. Also das ist ein Buch von 2 New Adult Genies. Das kann nur genial werden. Und dann noch ein Buch, das jetzt, glaube ich, schon zum 3. Mal zurückgesetzt worden ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls geht es um Idol 4. Das soll jetzt zum jetzigen Stand am 23. Dezember 2021 erscheinen. Aber eben, ich bin nicht sicher. Ich glaube, das ist jetzt das 3. Mal, das zurückgesetzt worden ist. Ich weiß auch nicht ganz, warum es zurückgesetzt worden ist. Aber Kristen Kallion soll sich so lange Zeit nehmen für dieses Buch, wie sie braucht, weil es geht um Brenna und Ree. Und ich weiß, dass diese Geschichte genial wird, weil diese Liebesbeziehung mir seit Band 1 angeteasert. Und ich bin bereit. Ich bin bereit. Und Kristen Kallion soll sich so lange Zeit nehmen, wie es braucht, bis diese Geschichte erzählt ist. Und ja, das sind die Bücher, die von meiner New Adult Queen erscheinen. Und dann die Bücher, die von meiner allgemeinen Queen erscheinen. Weil Jennifer Armstrong bringt 4 Bücher nächstes Jahr raus. Oh mein Gott! Und zwar, die ersten 2 Bücher erscheinen schon im Januar. Und das erste Buch ist Dark Elements 5 am 26. Januar. Und Redemption, der dritte Teil der Revenge-Trilogie, der Spin-off-Reihe von Obsidian am 28. Januar. Und ich brauche die 2 Bücher, weil Rebellion hat mit einem Cliffhanger geendet. Das ist unmenschlich. Und Dark Elements 5 hat auch irgendwie mit einem Cliffhanger geendet. Und ich habe mich für den 5. Teil ja schon gespoilert, weil ich bei der englischen Ausgabe gucken wollte, wie viele Seiten das hat. Und dieser Spoiler. Dieses Buch wird so dermaßen genial und ich freue mich so auf die 2. Und dann erscheint noch am 5. Juli Unchained. Das ist eines ihrer älteren Bücher und ich habe nicht gelesen, um was es geht, weil es ist von Jennifer Armstrong. Ich weiß, dass es genial wird. Und dann endlich am 12. Juli erscheint Blood and Ash, Band 1 ihrer High-Fantasy-Reihe. Und bei dieser Reihe soll es ja 5 Teile geben und dann noch 2 Spin-offs mit jeweils 2 Büchern. Das heißt, am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es 9 Bücher in dieser Reihe. Und am 12. Juli erscheint der erste Teil Blood and Ash. Und das englische Cover wurde übernommen. Und ich lieb's und ich freue mich so darauf, weil das ist die erste High-Fantasy-Geschichte von meiner Queen. Und
das soll so genial sein, was nicht wirklich verwunderlich ist, weil es ist von Jennifer Armentrout. Und ja, ich bin bereit. Also 2021 wird ein geiles Jahr, was Bücher angeht, ne? Und jetzt sind, glaube ich, noch die ganzen Fortsetzungen, bei denen ich jetzt nicht gelesen habe, um was es geht, weil ich entweder den ersten Teil, der dieses Jahr erschienen ist, noch nicht gelesen habe, oder weil ich halt nicht wissen will, um was es geht. Und zwar kommen nächstes Jahr One Last Dance am 26. Januar und One Last Act am 20. April raus. Das sind die Folgebände zu One Last Song. Und da geht es, glaube ich, ums Tanzen und Schauspielern. Und One Last Song soll mega genial sein. Ich habe One Last Song noch hier. Irgendwo. Ah, steht gleich neben mir. One Last Song und ich bin schon mega gespannt. Und dann erscheint am 27. Januar Deeply von Ava Reed. Das ist der dritte und letzte Teil dieser Reihe. Und dann am 26. Februar erscheint What If We Stay und am 25.06. What If We Trust. Das sind die Folgebände zu What If We Drown von Sarah Sprintz. Und ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber was ich so in letzter Zeit auf Instagram gesehen habe, soll dieses Buch zerstören. Und ich bin so gespannt, weil ich glaube, im dritten Teil geht es um einen Rockstar. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich will nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, in What If We Trust geht es um Rockstar oder Musik. Ich weiß nicht. Ich bin einfach gespannt auf diese Reihe, weil das soll zerstören. Und dann am 26. März erscheint Fade Away und am 30. Juli Runaway. Das sind Band 2 und 3 der Away-Reihe von Annabelle Steel. Und da erscheint ja jetzt bald im November der erste Teil. Und ich bin so gespannt, weil es spielt, glaube ich, in Berlin. Also spielt jedenfalls in Deutschland. Sonst habe ich keine Ahnung, um was es geht. Ich will auch nicht wissen, um was es geht. Ich will es einfach lesen und ich bin so gespannt, weil keine Ahnung, warum ich gespannt bin. Das ist so ein Buch. Ich bin einfach gehypt, obwohl ich nicht weiß, warum. Ist einfach so. Und dann erscheint noch Game of Blood am 20. April. Das ist der zweite Teil zu Game of Gold. Ich fand Game of Gold echt gut. Also am Anfang habe ich so Einstiegsschwierigkeiten gehabt. Aber das Ende ist schon echt fies. Und ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Und dann erscheint noch Ein Fluch so ewig und kalt am 19. April. Und da erscheint Band 2 und 3, glaube ich, auch noch nächstes Jahr. Ich blende euch die Daten hier ein, weil ich habe die Daten hier nicht aufgeschrieben. Das ist Curse So Dark and Lonely auf Deutsch. Und das soll so ein Die Schöne und das Beast Retelling sein. Und ich bin gespannt, weil ich liebe Märchenadaptionen. Und das soll richtig gut sein. Dann kommt noch Aurora erwacht am 24. Februar. Und ich warte schon so lange darauf, dass diese Reihe übersetzt wird. Und zwar ist das Science Fiction von Amy Kaufman und Jay Kristoff. Und ich habe Illuminating Gemini gelesen. Die zwei können Science Fiction schreiben. Das klingt wie so eine Mischung aus Das Lied der Krähen im Weltall, ein Kristen Callihan-Anfang und Diabolik und Star Trek. Also das klingt irgendwie so eine Mischung aus allem, weil es geht um einen Typen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Jedenfalls wacht er in einem Raumschiff auf, wo er eigentlich nicht sein sollte. Und in diesem Raumschiff sind hunderte Leichen und ein Mädchen, das schläft. Und dann weckt er sie auf und dann merkt er, dass dieses Mädchen Aurora ist und dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er sie nie aufgeweckt hätte. Und er muss auch irgendwie eine Gruppe zusammenstellen und die Gruppe besteht irgendwie aus Außenseitern und so. Und es klingt einfach episch und genial. Und im Englischsprachigen wird das gehypt bis zum geht nicht mehr. Kann ich verstehen. Jay Kristoff und Amy Kaufman. Und ich freue mich so. Und dann, was kommt denn noch? Am 30. September, Right Here von Anne Petzold. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich auf dieses Buch freue, weil When We Dream und When We Fall gehören ja zu meinen Jahreshighlights 2020. Und in Right Here geht es um Lucy und Jules. Juicy. Das wurde in einem Instagram-Livestream bestimmt, dass ihr Shipname Juicy ist. Jedenfalls geht es um Lucy und sie ist Eiskunstläuferin und sie ist auch eine sehr ehrgeizige Eiskunstläuferin. Und dann geht es noch um Jules und er arbeitet, glaube ich, an der Rezeption von einem Tierarzt. Und er nimmt Katzen auf, um sie wieder aufzupäppeln und so. Und das ist dann eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und ich freue mich einfach so auf dieses Buch. Weil es ist Anne Petzold. Jetzt muss ich gucken, dass ich nichts vergesse. Und dann das letzte Buch auf meiner Liste mit einem festen Erscheinungsdatum ist Don't Leave Me von Lena Kiefer. Das ist der dritte und letzte Teil der Don't-Reihe. Und Don't Love Me hatte einen miesen, fiesen Cliffhanger. Und Lena Kiefer hat mal gesagt, Don't Hate Me hat einen anderen Cliffhanger wie Don't Love Me. Jeder, der Ophelia's Gale gelesen hat, weiß, was sie damit meint, dass es ein anderer Cliffhanger ist. Und ich habe Angst. Und deshalb kann ich Don't Leave Me jetzt schon nicht erwarten, weil ich weiß, dass der Cliffhanger von Don't Hate Me gemein wird. Und deshalb brauche ich Don't Leave Me am besten jetzt schon. Und dann noch zwei Bücher, bei denen man noch nicht ein genaues Datum hat. Aber Julia Tippe hat gesagt, haltet euch fest, im April
2021 wird Band 1 der Bell-Dilogie erscheinen. Bell kriegt seine eigene Geschichte, und zwar ein Prequel und ein Sequel. Das heißt, seine Vorgeschichte. Und das Sequel spielt dann nach Isara 4. Und ich freue mich so. Wir haben die Gewissheit, dass Bell seine Geschichte kriegt. Und zwar im April 2021. Bell ist übrigens einer der besten Charaktere überhaupt und einer meiner Lieblingscharaktere in Isara. Und er kriegt seine eigene Geschichte. Weil in Band 4 wurden so Dinge angeteasert, was Bell angeht. Ich brauche seine Geschichte. Und dann hat Lena Kiefer gesagt, dass ihre Urban Fantasy Trilogie im Herbst 2021 anfangen wird. Also der erste Teil ihrer Urban Fantasy Trilogie erscheint im Herbst 2021. Ich freue mich. Ich freue mich. Weil Ophelia's Gay ist genial. Don't Love Me ist genial. Die Namen von den Protagonisten sind Charlotte und Noel. Und sie macht manchmal so Bilder in ihrer Story von Pinterest. Ich brauche dieses Buch. Und irgendwann kommt, glaube ich, auch noch Khazad-dûm 3. Ich habe keine Ahnung, ob das 2021 kommt oder 2022. Aber auf Khazad-dûm 3 freue ich mich auch schon mega, weil ich weiß, dass Khazad-dûm 2 episch wird. Und und ich denke jetzt einfach mal, dass Katinka Engel auch was Neues rausbringt. Aber da wurde noch nichts Offizielles gesagt. Ich habe auch irgendetwas von einer Spin-off-Reihe zu Festival Sommer gelesen. Und zwar über Anton und Finn. Und ich habe auch keine Ahnung, wann die Reihe rauskommt. Aber auch auf die freue ich mich schon mega. Und gibt es denn sonst noch irgendetwas, das ich vergessen habe? Es wird ein Spin-off zum Spin-off von Plötzlich Fee geben. Also es gibt ja Plötzlich Fee von Shuri Kagawa, dann Plötzlich Prinz und dann wird es Plötzlich Rebell geben und da geht's um Puck. Da geht's um Puck. Jedenfalls, die 13-jährige Sarah in mir drin hatte einen Schreianfall, als sie das gesehen hat, weil Plötzlich Fee war meine erste Fantasy-Reihe überhaupt und ich freue mich so auf Plötzlich Rebell. Ich habe keine Ahnung, wann es erscheint. Ich blende es euch hier mal ein mit Cover und so. Habe ich sonst noch was vergessen? Jetzt kommen sie hier, die ganzen Bücher, die ich vergessen habe und die noch nicht aufgelistet sind. Die Midnight Chronicles von Laura Kneidl und Bianca Jusivoni werden nächstes Jahr weitergeführt. Vortex 3 erscheint auch nächstes Jahr. Ich blende euch auch hier mal Klappentext, nicht Klappentext, Cover und Datum ein. Ah, von Stella Tuck kommen noch Bücher und zwar Nine of Crimes 2. Ich blende es euch hier ein. Und der zweite Teil zu Beat It Up kommt raus und zwar Light It Up und da geht es um, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe Beat It Up noch nicht gelesen, aber nächstes Jahr kommt Band 2, Light It Up. Ah, von Sophie Bichon kommt noch was raus und zwar Und wir tanzen über die Flüsse. Ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Lest den Titel bitte vom Cover ab, weil ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig gesagt war. Das ist der erste Teil einer Trilogie, glaube ich. Ich bin so vorbereitet, wartet, ich gucke jetzt. Ah wow, das ist der dritte Teil. Okay, das ist auch eine Reihe, die komplett nächstes Jahr rauskommt. Und zwar Und ich leuchte mit den Wolken am 1. April. Und du fliegst durch die Nächte am 9. August. Und wir tanzen über die Flüsse am 13. Dezember. Und das ist die Love is Love Trilogie. Und ich muss jetzt kurz gerade gucken, was es geht. Und zwar geht es im ersten Teil um Lilou und Mignon. Und die zwei treffen im Zug aufeinander. Und von Anfang an ist da so eine Anziehung zwischen den beiden. Und dann trifft Lilou zwei Wochen später wieder auf Mignon. Und Lilou merkt, dass diese Frau ihr gefährlich werden kann. Und das ist, wie man heraushören kann, eine Female-Female-Geschichte. Und ich freue mich. Dann, was geht's dann im zweiten Teil? Im zweiten Teil geht es um Ro. Und er ist DJ in Berliner Clubs. Und eines Nachts trifft er dann auf Julius mit den dunklen Locken und eisblauen Augen. Julius mit dem unbeschwerten Grinsen und dem Leben im Hellen. Und dann begegnen sich die zwei immer wieder und zuerst werden sie Freunde, doch dann verändert ein Kuss alles zwischen ihnen und sie müssen sich die Frage stellen, ob ihre unterschiedlichen Welten tatsächlich zusammenpassen. Also, wie man hört, eine Mail-Mail-Geschichte und ich freue mich auch auf die. Dann im dritten Teil geht es um June und sie ist voller Lebenslust und steht am Anfang ihrer Arbeit am Theater. Und dann gibt es noch Kian und den hat sie für ihren großen Traum nach nur wenigen gemeinsamen Monaten verlassen. Und dann gibt's noch Ash, Kians bester Freund und er hat nur hasserfüllte Blicke für June übrig. Doch June hat sich still und heimlich in Ash verliebt, wo ihr Herz gleichzeitig für Kian schlug. Und dann begegnen sich die drei immer wieder in den Londoner Straßen und mit jedem Treffen wird ihnen klar, dass die Gefühle zwischen ihnen noch komplizierter sind, als sie bisher geahnt haben. Und ich freue mich! Das ist auch eine Reihe, die einfach nur genial klingt und ich freue mich so auf diese Bücher. Und ja, ich glaube, das wären dann alle Bücher, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wären so meine Top-Neuerscheinungen für das Jahr 2021. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, auf welche Bücher ihr euch denn so freut. Und ja.
Ich hoffe, wie jedes Mal euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!